stoßen. Okay, und der Run fängt an. Bis dann, Leute. Dann. Oh, guys. Gibt jetzt Toy Story. Das ist auch ein Spiel, in meiner Kindheit gespielten Spiele, die ich nie durchgespielt habe, weil die einfach viel zu krass sind. Aber aktuell muss ich kurz refreshen und ich sehe eine Werbung. Ja, gut, ich sehe da, ich. Toy Story Logo. So, hey, haben wir das angefangen, sehr gut. Wir spielen auf dem Super Nintendo und ist ein Jump'n'Run, das damals praktisch das Spiel zum Film Toy Story gemacht wurde und ich hatte Spaß. Ich habe nie durchgespielt, ich habe getryhardet, ich hatte Spaß. Und der Run geht jetzt jeden Moment los, und zwar genau jetzt. Yeeha! Ja, wir spielen als Woody. Und wie ich schon erwähnt habe, das ist angelehnt an den Film. Im gleichnamigen, wir haben als einige Mechanik, wir können laufen und wir können unsere Schnur als Peitsche benutzen. Und das, was wir im ersten Level machen müssen, ist, wir müssen einfach nur den Soldateneimer aufmachen und das Walkie-Talkie runterschleudern. Und dann müsste man theoretisch warten, bis die Daten dann das Walkie-Talkie irgendwo hintragen. Aber eigentlich musst du das nur aktivieren und zu einem anderen Walkie-Talkie laufen und dann ist das erste Level abgeschlossen. Im zweiten Level müssten wir jetzt Andys Spielzeuge wieder zurück in die Spielzeugkiste machen, bevor Andy den Raum betritt. Das ist auch was, was im Film vorkommt. Das meiste, was ihr hier seht, ist auch irgendwie im Spiel vorgekommen. Wir müssen die Kartoffel, ich habe vergessen, wie die heißt, Rex, diesen Roboter und das Schwein zurück in die Box machen und die anderen, die kommen irgendwo anders hin. Ich glaube, diese komische Trollfigur und das Auto kommt unter das Bett. Und sobald die dann unterm Bett sind, muss ich selber auf das Bett schlagen, dann ist das zweite Level auch beendet. Generell, wenn ich mir das so angucke und mir das so anhöre, dann sieht man, also dann habe ich richtig krasse Flashbacks, wie ich da damals gezockt habe. Schrecklich. Ja. Im Film kommt Andy jetzt nach Hause und hat ein neues Spielzeug und zwar Captain Buzz Lightyear. Und das findet Woody gar nicht cool und er fühlt sich bedroht, weil Andy ein neues Spielzeug hat. Und hat Buzz Lightyear herausgefordert zu einem Rennen durch das ganze Zimmer und das simulieren wir hier gerade und hier kann man an einer Stelle sehr viel Zeit sparen, indem wir hier gerade nach unten springen. Sonst müssten wir uns nämlich da oben an diesem Seil ranhangeln und das ist halt wesentlich langsamer, als wenn wir einfach darunter springen. Das Schöne an dem Spiel ist nämlich, das hat keine Death-Trigger, sondern wenn man runterspringt in so einem Level, das geht jetzt noch in einem anderen, dann kriegt man nur Schaden und gewinnt halt ein bisschen an Höhe. Und das Schöne daran ist, dass die Iframes gerade so ausreichen, dass du beimal springen kannst. Oh mein Gott, das war nicht sehr gut. Das war gerade knapp. Weil der eine Schaden war, der war nicht geplant. Also was ich sagen will, kein Death-Trigger, sondern du kriegst einfach nur einen kleinen Boost und die Iframes dauern gerade so, dass du zweimal springen kannst und dann kannst du praktisch viermal springen mit nur zweimal Damage kriegen. So. Nächsten Level ist ein Boss. Woody hat nämlich einen Albtraum, dass Buzz Lightyear eine Bedrohung ist und ihn mit richtigem Laser abschießt. Man könnte es einen Bosskampf nennen, aber allerdings gibt es eigentlich keinen Bosskampf in diesem Spiel. Das dürfte eigentlich der einzige sein.
Oh. Ja, man könnte sich jetzt noch entscheiden, die Sterne da einzusammeln, das bringt aber eigentlich nichts. Die Sterne sind einfach nur ein gewisser Bonus. Ich glaube, die sind sogar auch, wenn du 100 einsammelst, dass du dann ein extra Leben bekommst. Extra Leben sind für Casual-Spieler. Ja, ist richtig. Dieses Level ist richtig krass. Im Prinzip können wir das Level, das Speed von dem Level nicht beeinflussen, weil, das Auto fährt halt nur diese eine Geschwindigkeit. Wir müssen dann gucken, dass wir keine Zeit verlieren. Das Schreckliche an diesem Level ist die Steuerung von dem Auto. Also ich habe die bis heute nicht verstanden. Ich habe auch bis heute nicht gerallt, wie ich das damals gemacht habe. Ach, je. Ja, da sieht man doch vielleicht... Also entweder swagt er gerade rum oder er hat gerade wirklich Probleme mit der Steuerung. Ich würde beides nicht ausschließen. also auf jeden Fall müssen wir... Ja, wir müssen einfach Buzz Lightyear umkicken. Und bis ans Ende fahren. Das ist schrecklich, das Level. Ich erinnere mich damals, wie diese Steuerung von dem Ding ist. Ah, das ist grausam. Ja. Und das Ding mit Buzz Lightyear, wir haben ja erfahren, dass Woody gar nicht so glücklich ist, dass Andy ein neues Spielzeug hat. Und das äußert er sich auch genau so. Und das finden die anderen Spielzeuge gar nicht so cool, weil die finden Buzz ziemlich cool und sind jetzt wegen Woodys Art echt böse auf ihn. Und deswegen muss Woody jetzt fliehen. Vor seinen Freunden quasi. Der einzige Freund, den er jetzt mal aktuell noch hat, ist Rex. Rexy? Heißt er Rexy? Rex? Egal. Den Dino, der nicht so clever ist. Und ja, jetzt müssen wir ihn praktisch eskortieren. Damit wir jetzt im nächsten Level auf ihm reiten können, um aus dem Kinderzimmer zu fliehen. So ungefähr muss das ausgesehen haben, als sie dieses Spiel entwickelt haben, The Rockstar. Ja, das ist ein Autoscroller. Wir müssen einfach alles dodgen, was da so kommt. Und das Schreckliche an diesem Autoscroller ist, das ist nicht der einzige, der genauso aufgebaut ist. Und die werden halt echt verdammt schwer, ne? Wie fandest du das leicht? Wow, ich fand das übel schwer. Ich kam nie weiter als mit diesem... Das ist eine Level, wo du später mit... Egal, das seht ihr dann gleich. Das sage ich dann, wie weit ich gekommen bin. So we're gonna end this level with 3 health and hope for the best in the next battle. So the next fight is called Buzz Battle and it's the hardest boss in the game. Basically, I'm gonna do some really precise whipping on Buzz and I'm gonna try and beat him in 2. Ja, stimmt, da gibt ja noch einen Buzz Fight. Ich erinnere mich. So also this is an audio cue, so I do need y'all to be. Also ein Boss Fight in Anführungszeichen. Man kann es nicht wirklich Boss nennen, weil man ihn einfach nur 4-mal treffen muss. Also wie man dass er sieht, man muss diesen Reifen da, um auf den Bass praktisch whippen, so hat er es gerade genannt, und das macht dann den einen Schaden und man kann ihn praktisch 2-mal direkt hintereinander treffen, wenn man den Reifen im richtigen Moment nochmal anpeitscht. Okay, so this level here, this is probably the most unoptimized level in this whole run, and basically, usually you have
Ah, Entschuldigung, manchmal müde ich mich, um mir die Nase zu putzen, und das müsst ihr ja nicht hören. Ja, jetzt sind wir in Pizza Land, heißt das, glaube ich. Und die Szene da, die sind im Film, ist im Film selbst nur so 5 Sekunden, wo er in diesem Becher da ist. Und er geht da wirklich nur so ein paar Schritte und danach legt er dann wieder ab. Durch dieses Spiel hier ist mir diese Szene aber richtig prägend in Erinnerung geblieben, weil das ist nämlich auch kein einfaches Level. Man muss hier alle möglichen Mist dodgen, irgendwelchen, also alles, was ihr so seht, macht Schaden. Und diese Füße, die ihr da gesehen habt, die würden auch Schaden machen, allerdings wenn du stehen bleibst und die dann einfach an dir vorbeigehen, dann Pizza Planet. Glaube ich, kann auch ja, gut Pizza sein. Planet, genau. Ja, das steht jetzt auch drauf, da steht auch Pizza Planet. Ich bin halt auch einfach nicht sehr clever. ja, und diese Beine, die da vorbeilaufen, da muss man sich praktisch kurz vom D-Pad loslassen und dann duckt man sich so und dann bemerken die Passanten einen nicht und dann kriegt man kein Damage oder keine Ahnung, was die Logik dahinter sein soll. Ich hatte auch so ein Ding, Veni. Ich auch. Na, naja, es ist gar nicht mal so geil, weil wenn der jetzt stirbt. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Checkpoints hier ist, weil normalerweise hast du ja diese Flaggen, die einen Checkpoint markieren, aber hier habe ich noch keine Flagge gesehen. Also er muss jetzt richtig aufpassen. Aber er hat es geschafft. Ich bin stolz auf ihn. Inside the Claw Machine. Das ist so ein richtig krasses Level. Denn, der eine oder andere möge sich noch erinnern, es gab ja diese komischen Aliens, diese quietsche Aliens in dieser Greifmaschine. Und wir sind jetzt gerade praktisch in dem Maschinenraum dieser Greifmaschine. Ah, die Musik, die tut meinem Gemüt nicht gut. Die erweckt Traumata. Ich glaube, ich werde beim Hochspringen verzweifelt. Ah, das ist auch kein schönes Plattforming. Das ist kein schönes Gefühl. Also ich muss sagen, so ungern ich das auch zugebe, die Schwierigkeit ist leider mit der Crappigkeit des Games zu verantworten. Dadurch, dass das Spiel nicht so geil ist, ist es unglaublich schwierig. Notiz an dieser Stelle, ich liebe dieses Spiel. Es ist wirklich cool. Es ist halt alles ein bisschen wonky. Er hätte da auch gerade Schaden gekriegt, obwohl er da eigentlich den Propeller nicht wirklich berührt hat. Das ist alles so ein bisschen wonky und nicht so genau. Und dadurch hat man halt kein so cooles Spielerlebnis. Wow, er hat keinen Schaden gekriegt. Das ist krass. Er ist einfach durchgelaufen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Heftig. Wow. So. Und jetzt machen wir kurz einen Ausflug zu Doom. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich instant an Doom. Ja, wir müssen jetzt diese Aliens zurück an den Anfang bringen. Das ist nicht so cool. Hello! Naja, wir müssen jetzt den Aliens so ein bisschen helfen. Ich würde mich darin nicht zurechtfinden, ehrlich gesagt. Ja, sieht auch alles gleich aus. Ich würde mich da auch nicht zurechtfinden. Als ich das gespielt habe, habe ich auch wesentlich mehr Zeit gebraucht, als er das gerade vorführt. Aber er weiß, dass die Runner kennt das auswendig und weiß natürlich, wo er hinlaufen muss. Ich denke mal, das ist so ein Part, den könnte er wahrscheinlich sogar blind machen, oder? Nee, eben genau wegen diesem Block da nicht. Ah, okay. Weil der Block, hat eine sehr schlechte Audio-Cue. Ich meine, man hört ihn zwar moven, aber man weiß nicht, wie weit weg er von einem ist. Und deswegen ist es Blindfold relativ schwierig zu managen. Aber wenn das nicht wäre, würde ich ihm das zutrauen, doch.
Ja, die Orientierung in dem Game, also in, genau in diesem Level, ist halt echt schwierig. Ja, die Texturen in dem Ding sind sehr verschieden. Ja, gibt zehntausende verschiedene Texturen. Jetzt kommt gleich. Die unterscheiden sich alle nur in einem Pixel. Es kommt das gleich das einzige Bonus-Level in diesem Spiel. Wir könnten jetzt theoretisch ganz viele verschiedene Aliens farmen. Allerdings hauen wir einfach nur einmal die Klaue an und dann. Oh Gott, er hat gedabbt. Und dann skippen wir das Level. Wow. Und jetzt sind wir in Sids Zimmer. Das ist der Nachbar von Andy. Der eine oder andere möge sich noch dran erinnern. Das ist der Typ, der die Spielzeuge seiner Schwester klaut, kaputt macht, anmalt und falsch wieder zusammenschraubt. Aber es ist, ne, ist einfach nur ein böser Junge. Na, diese Feuerbälle oder was auch immer das, warum auch immer er Feuerbälle in seinem Spielzimmer hat, die sind ein bisschen RNG. Und ganz am Ende kommt noch eine recht heftige Ja, ist das? Ich hab's vergessen. Sektion? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht man da ja jetzt, wie Sid ihm in den Nacken brennt mit so einer Lupe. Leute, macht sowas nicht, das ist nicht cool. Und die Szene, die Sektion hier ist jetzt relativ lang. Und man sieht dieses das sieht man jetzt ganz lange. Und man muss halt diese Stacheljojos da dodgen und oh, das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, Boogie. Tut mir leid. Gibt es eigentlich Spiele, die noch nicht gespeedrunnt wurden? Gibt es in der Tat, man muss nur suchen. So. Und ich glaube, bis zu diesem Level habe ich mal gespielt. Weiter kam ich nie. Und das hat einen bestimmten Grund, nämlich die zweite Hälfte in diesem Level. So. Und er will sich jetzt Damage boosten, beziehungsweise Death abusen, damit er am Anfang von dem Level nochmal mit vollem Leben erscheint. Weil er wird hier noch ein bisschen Damage boosten. Und Damage boosten ist cool. Taking out the RNG element where you kind of had to wait for the firecrackers. So up here coming up, if you wait for the first firecracker. Aber kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit so Niesreiz habt, aber kommt kein Nieser? Ja. Das habe ich schon seit einer Stunde. Hört man mich eigentlich? Ja. Ja, dich hört man. So I'm gonna try and end this level with all my health that I have right now. It's very difficult to do that, and you'll see why. Oh nein, oh, es muss dann nochmal. Oh Gott, okay, das war jetzt ein größerer Timeloss. Nichts von den Estimate gefährdet, aber war trotzdem nicht so gut. Also PB ist jetzt RIP. Das wäre auch wieder so eine Stelle, die mich tierisch nerven würde. Ja, das ist auch kein schönes Level. Und das Schlimme ist halt diese Sektion. Also man mag sich oft vielleicht an die Szene erinnern, bei dem Woody genau das tut, weil er Angst vor den Spielzeugen hat, weil die sehen auch echt ein bisschen anders aus. Und diese Steuerung habe ich als Kind nicht verstanden und deswegen habe ich diese Sektion nie geschafft. Aber er weiß natürlich, wie das funktioniert und deswegen schafft er das einfach. Und nice Zitrone würde ich jetzt liebend gerne nehmen, 8000 Bass. Das ist der zweite Auto-Scroller, von dem ich geredet habe. Der ist wesentlich schwieriger als der erste. Hier gibt es so viele Projektile, auf die du aufpassen musst. Und gleich wird auch noch ein Hund, ich glaube, das ist ein Dobermann, ich bin mir aber nicht so ganz sicher,
Und der ist einfach nur dazu da, um die Fläche, in der du dich bewegen kannst, halbiert wird, was das Ausweichen nicht unbedingt vereinfacht. Wow. Ja, das ist wirklich ein richtig schwerer Autoscroller. Da muss man wirklich aufpassen, was man da gerade tut. Ab wie vielen Jahren ist das Game? 6? Ja, gut. Ja, und das allerfrustrierendste an diesem Spiel ist, wenn du Game Over gehst, musst du nochmal von vorne anfangen. Beim ersten Level. What? Wobei, ich kann mir noch gut vorstellen, dass es da noch ein paar Continues gibt, aber es ist nicht einfach gewesen. Ich hab's nicht durchgespielt. Das sieht übel schwer. Ich meine das auch vollkommen ernst. Dieser Autoscroller, da macht mich schon beim Zusehen fertig. Guckt euch das mal an, was alles rumfliegt. Ja, das ist nichts für schwache Nerven. Da fliegt einfach so viel um die Ohren. Okay, jetzt ist er absichtlich gestorben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Checkpoints ist. Ach so, da gibt's irgendwann mal irgendwelche Flaggen, die ich, weil das so hektisch ist, weil da so viel ist, einfach übersehe. Also er hat jetzt, muss das nicht komplett von vorne anfangen, er hat da jetzt noch einen Checkpoint gekriegt. Ja, das ist auch noch dazu. Das, wobei, das kann man irgendwie auf die damaligen Möglichkeiten schieben. Das sieht halt, also man, ich finde es auch, hab's auch beim Spielen so empfunden, dass es schwer ist, rauszufinden, auf welchem Hintergrundelementen man jetzt stehen kann oder auf welchen man vorbeilaufen kann oder was eine Wand darstellt oder so. Das ist wirklich ein bisschen unglücklich designt. Aber wir sind tatsächlich fast schon am Ende. Das Schwierigste haben wir schon hinter uns gebracht. We have another $20 donation from Toy Story Guy 46. Wow. Said, I don't think I'm getting that Randy Newman impression, but here's the $20 I promised anyway. Oh, you'll get it, you'll get it, my friend. Und ich finde, das kann man auch nicht mit Battletoads vergleichen. Battletoads ist wie immer noch eine Hausnummer größer, würde ich behaupten. Aber jetzt sind wir tatsächlich schon im letzten Level und das ist im Film eine echt lächerliche Szene eigentlich, aber ja, wir fliegen jetzt mit Buzz Lightyear und wollen zurück zu Andy. Vor allem oh. Die Ampeln teilweise hängen. Ja, wir dürfen nichts rammen, weil ich glaube, alles ist Insta-Death. Bin mir aber da nicht sicher. Hey guys, Clayton here. Just woke up specifically to watch my son Germro run this game. All I can say is this run had better happen. Ach, yeah. It did, my head. Shout out to my guy, just for you. Not even in the back of you guys. All right, actual claw skip. So, this is basically the end of the game. Time is gonna be whenever he goes on the blue van and he goes perpendicular. I'll go ahead and call it. Here it comes. One. But there's one little piece of swag that we have to get. Like, if you don't get it, you're not a real runner. So basically, I'll just explain the swag, because if you don't explain it, it's not as funny. You're basically going to slam your face into the hood of the car. And after that, the game's over, and Woody has successfully... So, jetzt haben wir gleich bei der, beim Sequenzwechsel haben wir Time, und der Run ist vorbei. Hey! Is the time 22:17? That's exactly my PB. Bitte? Hat er gerade genau seine PB? Ja. So, after this, naja. You get the best ending screen of any game ever, I promise. Well done, you've completed Toy Story. Bitte. Danke. Ja, Karl Hammer, ist das live? Nein, was du gerade siehst, ist eine Aufnahme. Wir haben deine Chat-Nachricht in einer Glaskugel gesehen, haben darauf in einem Video das aufgenommen, und was du jetzt hörst, ist eine Aufnahme von vor einem Jahr. Weißt du, Ziff, manchmal kann dein Sarkasmus echt verletzend sein. Auch das ist aufgenommen. Und allgemein gültig. Ja. Aber ja, Karl Hammer, das ist live. Sorry, Karl Hammer, aber solche Nachrichten
Ja. Wir haben die schon zu Dutzend gehört und irgendwann kann man das einfach nicht mehr ernst nehmen und muss einfach so eine Antwort formulieren. Es tut mir leid. Besten Kommentar dazu finde ich, Pfiff nervt. Von Schmato. Kann ich so unterschreiben. Ja. Ich gehe jetzt frühstücken. Guten Appetit. Guten Appetit. Viel Spaß beim nächsten Run. Ja. Kommt denn jetzt eigentlich? Jetzt kommt. Mal eben kurz gucken, gucken. Holy Diver. Von New und Titer. Also Titer ist wach, das weiß ich. Because everyone just really wants to do it. Was auch da. Was im Chat. Give me an @Germro in the chat, please. You need to meet this way. Hey guys, @Germro. @Germro here. Please give a Germro. Hi, Tai Tai. Guten Morgen. Ja! Wow. 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 That's it. Cowboy Emoji. Himmel. Werden jetzt weiter Quotes gesammelt, Tai Tai. Das ist fast wie bei Captain Exo, aber das kam sowas von aus dem Nichts. Holy moly. Okay, hast, jetzt bin ich wach. Meine Stimme ist nicht so basslastig, aber dafür mehr sexy. Das ist der Unterschied bei uns zwei. Ja, für Captain X, ich glaube, der hat sich ja heute Morgen für seine Wahl noch so ein Warnschild vorher der hat sich so eine Warnnachricht gebaut extra, ja. Da wollte ich eh noch sagen, das müssten wir eigentlich jetzt Command machen für die Mods. Ausrufezeichen Exo. Ja.